Hier mal zum Gültigkeitsbereich, gültige Beispiele. Hier habe ich eine Funktion P, hier eine Funktion Q, hier meine Main-Prozedur. Hier wird jetzt eingeführt eine lokale Variable x, und zwar als Parameter. X ist gültig innerhalb des Rumpfes von P. Insbesondere kann ich hier also darauf zugreifen. Y ist gültig ab der Stelle der Definition bis zum Ende des entsprechenden Blockes. Das heißt hier in dem Fall bis zum Ende des Rumpfes von P. Und Y ab hier und ebenfalls bis hier. An dieser Stelle kann ich jetzt hier wiederum den Namen x verwenden, weil der Gültigkeitsbereich von x, von diesem x hier, beendet ist. Und dieses x ist gültig von hier bis hier. Und ich kann ja auch wieder y nutzen. Y, der Gültigkeitsbereich von y ist hier ja zu Ende. Y ist gültig ab der Stelle der Definition bis zum Ende des Rumpfes. Hier ist jetzt die Main-Prozedur. Hier werden zwei Variablen i und j eingeführt. Und die i wird mit 3 initialisiert und j mit i. I ist gültig und damit nutzbar ab der Stelle der Definition, in dem Fall ab dem Komma, und kann deswegen hier an dieser Stelle zur Initialisierung von j schon genutzt werden. I kann auch in inneren Blöcken, hier ist jetzt eine Blockanweisung, genutzt werden an dieser Stelle. Hier wird jetzt eine Variable x eingeführt. Deren Gültigkeitsbereich beginnt hier und endet am Ende des entsprechenden Blockes. Das heißt, an dieser Stelle kann wiederum ein x eingeführt werden, weil der Gültigkeitsbereich von diesem x bereits beendet ist. Hier wird j wiederum gleich i gesetzt. Das geht, auf i und j kann ich ja noch zugreifen. Der Gültigkeitsbereich ist der Bereich bis zum Ende der Prozedur. Und jetzt werden hier Variablen w und x eingeführt. X ist wiederum möglich, weil dieser Gültigkeitsbereich von diesem x hier beendet ist. W ist gültig ab dieser Stelle bis zum Ende des Blockes.